So, Herr Heine. Heine, wir sind wieder in Ihrem Studio angekommen. Wir dürfen uns jetzt gleich auch Ihre dioVision Design Sichtblende für große Flachbildschirme anschauen, für große Fernsehgeräte. Sie haben das auf der Messe schon sehr eindrucksvoll präsentiert und jetzt wollen wir das auch unseren Zuschauern vorführen. Ja, wir haben hier zwei Plasmabildschirme von der Firma LG. Keine besonders teuren Geräte, ganz normale Flachbildschirme halt. Links sehen wir eine Edelstahlblende gebürstet draufgesetzt und rechts noch der Monitor, so wie halt handelsüblich geliefert wird. Hierzu ist zu sagen, dass dioVision halt, wie ich unten schon sagte, ein natürliches Sehverfahren ist, lange nicht so strapaziös ist und allerdings für jeden Film und für jede Sendung anwendbar ist, ohne dass es zu gesundheitlichen Problemen kommt oder zu irgendwelchen Strapazen. Es ist also eine Sache, in der man die Emotion hat, praktisch mit dabei zu sein, diesen Filmaufnahmen praktisch live zu verfolgen. So eine Emotion entsteht dabei. Und interessant hier ist, diese Blenden, die wir hier in der Waveform haben, also nach vorne gewölbt, die ein besonders schönes und vor allem intensives Raumerlebnis bieten. Die sind austauschbar, auch ganz einfach austauschbar und sind in verschiedenen Materialien natürlich für die Einrichtung anpassbar, also von Edelstahl, Aluminium, Holz, Acryl. Man könnte sich so etwas auch in Leder bezogen oder mit Applikationen aus Naturstein oder andere Materialkombinationen, also textile Dinge. Der Kreativität sind da gar keine Grenzen gesetzt. Wir halten also nochmal fest, dass der Raumeffekt, der 3D-Effekt natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist bei Ihrer dioVision Top-Blende, aber nicht das einzige Plus. Es ist einfach eine Veredelung, eine Verbesserung auch der Raumgestaltung, der Innenraumgestaltung und durch die flexible Austauschbarkeit Ihrer Produkte ist auch eine ganz individuelle Anpassung an den persönlichen Raum, an den persönlichen Geschmack möglich und auch sogar an die spezielle Situation, beispielsweise wenn man jetzt einen Kinofilm schauen möchte oder wenn man ein Fußballspiel schauen möchte, dann kann man einfach eine andere Blende nehmen, die speziell zu diesem Zweck angepasst ist und das dann wiedergegeben, besonders eindrucksvoll untermalt. Richtig, man ist durch und durch variabel. Man kann hier es wechseln wie ein Hemd und kann halt themenbezogen nach den Jahreszeiten oder für Firmen in Firmenfarben kann man hier sehr variabel reagieren und dem Betrachter auch optisch etwas Besonderes zu bieten, wie ein Schaufenster zur Wirklichkeit. Dann würden wir uns jetzt, wenn Sie das erlauben, ganz gerne mal anschauen, wie Sie das machen, wie Sie das austauschen. Noch kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert bei so einem großen Gerät. Das funktioniert auch wieder ganz einfach. Ich werde jetzt hier zunächst mal einen dioVision Top aus Furnier, Wellen Furnier aufsetzen. Ja, ein Holzmodell. Sehr schön. Das Teil ist so gearbeitet, dass es den Bildschirm komplett verdeckt. Und für die Fernbedienung haben wir hier ein Loch gelassen, dass dort die Signale der Fernbedienung durchkommen. Und so haben wir praktisch ein vollkommen anderes, neues Gerät mit einer super Optik und einem astralen Stereo-Effekt. Ja, also wirklich, ich kann das auch nur bestätigen. Ich hoffe, dass wir das auch alle am Bildschirm zu Hause jetzt sehen können. Der 3D-Effekt ist wirklich phänomenal, wunderschön und der Fernseher sieht absolut edel aus. Das muss man wirklich sagen. Ja, also Holz ist hier vor allen Dingen eine super Sache für die wohnliche Einrichtung. Es wirkt sehr wertig und sehr emotional. Es ist ein sehr schönes Stück, natürlich in unterschiedlichen Furnieren. Möglich in unterschiedlichen Farben, je nach Geschmack und Laune. Ja, dann werde ich jetzt mal etwas aus Acryl
Ihnen zeigen. Acryl, da gibt es die Möglichkeit, das transparent zu haben. Das haben wir hier mal. Gibt es natürlich auch. Kann man natürlich auch Deckings haben. Das ist auch eine sehr fantastisch. Nötige Sache. Also mich begeistert wirklich auch die Einfachheit, Funktionalität des Produktes, wie einfach man das austauschen kann. Das hätte ich nicht gedacht, dass man so leicht 3D erzeugen kann auf einem Fernseher und auch noch auf so schöne Art und Weise. Ja, es ist unser natürliches räumliches Sehen, das wir hier nutzen. Warum sollen wir es nicht nutzen? Es ist ja einfach uns angeboten und wenn wir es nicht auch anwenden würden. So, dann nehmen wir eine Helle hier drauf. Weiß, deckend. Wunderschön. Sie wechseln die Blenden wie ihr Hemd. Richtig. Ganz das toll. Sieht sehr schön flach aus hier am Rand. Das ist super elegant. Das ist wunderschön. Macht den Bildschirm schlanker, als er ist. Ja. Also würde ich direkt kaufen. Ja, wenn das in großen Mengen produziert wird, wird das sicherlich keine sehr teure Sache werden. Ja, ich stelle mir gerade vor, das wäre auch was wirklich Individuelles, ne? Wo jemand in mein Wohnzimmer kommt und sagt, boah, was hast du das denn hier? Richtig, was nicht jeder hat. Richtig, genau diese Möglichkeit besteht. Das heißt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn Menschen, Privatpersonen sich das selber gestalten. Sie sehen, es ist nicht allzu kompliziert und man kann hier durchaus, wenn man handwerklich geschickt ist, aus einem alten Röhrenfernseher von mir aus auch ein ganz tolles Gerät bauen. Übrigens bei Röhrenfernseher ist die Bildwirkung, die Stereo-Bildwirkung noch stärker, weil der Bildschirm gekrümmt ist und das führt noch zu einem besseren visuellen Ergebnis. Also ich könnte mir vorstellen, dass die User von YouTube jetzt alle schon mal überlegen sind, wie sie sich selber so eine Blende bauen können und wie die aussehen sollte. Hätten sie denn was dagegen, wenn die User zum Beispiel Videokommentare posten auf dieses Video hier, indem sie ihre eigenen Kreationen mal vorstellen? Super, also ich würde mich freuen, super Idee. Man kann hier den Menschen mit hier eine ganz neue Möglichkeit geben, mit den bestehenden Geräten, die sie haben, etwas ganz Neues Visuelles zu entdecken und das auch noch persönlich für sich zu gestalten in der äußeren Optik. Und da gibt es hier eine Menge Spielraum für die Leute. Viel Spaß. Ja, das denke ich auch. Also das werde ich mir in jedem Fall auch anschauen. Ich werde das mal nachverfolgen, wer sich da meldet und wie die Leute sich das so für sich selbst vorstellen. Ja, die können ja jetzt ihren Fernseher kreativ, persönlich gestalten. Also das wird bestimmt eine ganz spannende Sache. So, ich werde jetzt nochmal etwas anderes draufziehen. Das ist eine transluzente Blende. Boah. So ist es abends natürlich super spitzenmäßig, ja, das kann weil dann sehen. Der ganze Rahmen leuchtet in den Farben des Films. Ja. Und das ist natürlich eine super optische Sache. Ja, das sieht man jetzt schon ganz gut. Aber ich denke, wenn das richtig dunkel ist, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass das Bild regelrecht im Raum schwebt. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Herr Heine, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Das hat Spaß gemacht, denke ich, für Sie auch. Und, ja, in jedem Fall. Es gibt noch vieles zu berichten, das können wir vielleicht ein andermal machen. Ja, sehr gerne. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir von Ihnen noch sehr viel hören, aber ganz sicher sehen werden. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Also tschüss. Tschüss.